Frage Nummer 5, das Lithium. Ich muss gestehen, ich habe die Frage nicht durchgelesen, weil ich bin bei der ersten Aussage hängen geblieben. Und das ist eigentlich immer der Eingangssatz, mit dem ich das Lithium bei uns im Kurs vorstelle. Ich sage immer, Lithium ist ein Phasenprophylaktikum. Und ehrlich gesagt habe ich noch gar nicht weitergelesen, was da drunter steht. Ja, also schauen wir mal durch. Lithium gehört zur Medikamentengruppe der Phasenprophylaktika. Stimmt also, klären wir auch sofort. Lithium besitzt eine hohe therapeutische Breite. Grippale Infekte beeinflussen die Lithiumwirkung nicht. Lithium wird in der Epilepsiebehandlung eingesetzt und Lithium hat in erster Linie eine antriebssteigernde Wirkung. Ja, Lithium kennt man schon lange und weiß, dass es einen Einfluss auf die Stimmung hat, dass es so ein Stimmungsstabilisator ist. Und es gehört oder ist somit das bekannteste Phasenprophylaktikum. Das bedeutet, das bekommen vor allem Leute, die solche phasischen Erkrankungen haben, zum Beispiel eine bipolare Störung, dass sie manische, depressive Phasen haben, um die einfach zu stabilisieren, dass sie auch nicht in die Phasen reinkommen. Und es eignet sich auch, weil es eine antimanische Wirkung hat für die Akutbehandlung der Manie. Für die Akutbehandlung der Depression ist es so nichts. Es gibt aber ein riesengroßes Problem mit dem Lithium. Und zwar müssen die Patienten sehr individuell darauf eingestellt werden, weil es eine sehr enge therapeutische Breite hat. Was meine ich damit? Wenn der Patient zu wenig bekommt, dann hat er nicht genug Wirkung. Also müssen die häufig mit der Dosierung relativ hoch gehen, dürfen aber eben nicht in die Überdosierung kommen. Und das ist ein Drahtseilakt. Weil wenn man in die Überdosierung kommt, dann kann das teilweise sogar lebensgefährliche Nebenwirkungen haben, kann zum Beispiel auch Verwirrtheitszustände uns etwas auslösen, Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmusstörungen etc. Das heißt also, das ist das Problem, dass es da diese enge Bandbreite hat. Man muss den Patienten so behandeln, dass er eben den Benefit von dem Medikament hat, dass er zum Beispiel seine Schübe nicht bekommt, aber eben nicht, dass er in die Vergiftung reingeht. Deshalb müssen die Leute auch einen Lithiumpass mit sich tragen, weil Lithium lässt sich auch nicht besonders gut mit anderen Medikamenten kombinieren. Und es könnte ja sein, jemand hat mal einen Unfall oder so und wird ins Krankenhaus eingeliefert, dann dürfen eben auch nicht alle möglichen Medikamente verabreicht werden. Das andere Problem mit dem Lithium ist, dass das ganz schöne Blutbildveränderungen machen kann, kann zum Beispiel Leukos ziemlich verändern und geht ziemlich auf die Niere. Also von daher, für niereninsuffiziente Patienten wäre das auch nicht geeignet und die Leute müssen eben immer wieder vom Blutbild auch kontrolliert werden. Und jetzt haben wir hier die Aussage C, grippale Infekte. Naja, wenn ich krank bin, wenn mein Körper eben in einem Stresszustand ist, dann verändert sich ja auch mein Metabolismus, mein Stoffwechsel. Und das wirkt sich auf alle möglichen Medikamente aus. Und gerade bei so einem Medikament mit so einer geringen therapeutischen Breite kann das natürlich eben auch dann zu Nebenwirkungen führen. Also die C ist deshalb auch falsch. Mit Epilepsie hat das nichts zu tun. Und antriebssteigernd ist es auch nicht. Nein, es hat eher so eine stimmungsausgleichende, eine stabilisierende Wirkung, aber auch eine antimanische Wirkung. Nebenbei gesagt, kommt vielleicht nächste, übernächste Prüfung. Es macht nicht körperlich abhängig.